Oh, vorwärts da. Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrecht, flankieren wir noch ein bisschen. Und hier stellen wir uns schon mal zur Flanke auf. Die werden dann eher aufgelöst, da interessieren mich die Verluste nicht. Ich würde aber wie gesagt gerne noch den Charge hier machen. Kann ich hier auch so ein Kommando-Ding machen? Naja, was halten die denn so lange aus? Geht doch mal sterben. Es ist unklug, den Tag vor dem Abend zu loben. Aber unsere Männer gewinnen die Schlacht. Italienische Sperrmiliz ist klar in der Sahara. Wir müssen etwas unternehmen. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Ich hätte aufpasse, verliere ich gleich die Hälfte meiner Männer. Der feindliche General hat keine Ehre. Eine Glanze des Himmels über uns. Gut, gut. So, reichlich Verluste, aber Rebellen aufgelöst und die Söldner werden jetzt auch mal nach Hause geschickt. Ist dieses Problem quasi auch gelöst? Das wäre noch anzustreben. Machen wir. Ich brauche den zwar an der Stelle nicht, aber ich brauche ihn an anderer Stelle. Natürlich jetzt blöd, dass er am anderen Ende von Europa gebraucht wird, aber naja, wie es halt so ist. Das ist schon wieder ein... Ach ja, das ist immer noch derselbe Ketzer. Ja, verdammte Axt! Zagreb. Lass mich zuschlagen, Herr. Kreuzzug. Antiochia. Könnten wir eventuell überlegen, ob wir uns da nicht mal einschreiben? Ja, danke. Wir müssen uns dem Kreuzzug anschließen, bla bla. Das müssen wir gleich nochmal angucken. Nicht, dass es dann eine Inquisition vorbeikommt. Denn das überleben wir im Zweifelsfall nicht lange. So, dann... ist das hier eine Pest mit dem ganzen Kram? Also, das ist ja im Grunde geklärt. Dann teilen wir hier auch noch ein Spion zu, in der Hoffnung, dass es irgendwie hilft gegen diese ganzen bösen Dinger. Ach ja, wie jetzt? Ich bin im Krieg, aber wenn ich nochmal angreife, werde ich exkommuniziert. Das ist toll. Der Papststand hat sich dem Kreuzzug angeschlossen. Ihr werdet vielleicht exkommuniziert, ist nicht so wichtig. Fortbilden von diesen Spezialeinheiten, genau, da müssen wir nochmal gucken. Das ist also im Grunde abgeschlossen, das Thema. Heißt übersetzt, die Armee ist fertig und darf wieder nach vorne. Und die Jungs kommen hier wieder rein. So, hier sind wir allerdings noch nicht so weit. Ziehen wir den gerade mal nach vorne. Lass mich zuschlagen, Herr. Edler Herr. Wir marschieren. Mein Herr, lasse die Truppen hier rasten. Und hier, das ist eigentlich Ralle. Jo. Sowas Priestertechnisches wäre hier wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier schon wieder die Ketzerei leicht am Steigen ist. Papststand an die Timuriden. Die sind natürlich gerade meine Verbündeten, das heißt... Ungebärfähiges... Oh Gott, das ist mir wieder, da ist mir ja wieder was entgangen. Gleich mal dreimal. Ja, ich glaube, das ist, weil ich zu wenig Leute annehme. Ich warte immer auf den perfekten Kandidaten und dann... Ermordet. Ermordet. Desertiert. Ah, das ist der Roy. Ja, den kenne ich noch.
an der Seuche gestorben. Was für Ausfälle. Unglaublich. Die Hochnäsige tragisch verstorben. Also, man hat's schwer hier. Man hat es schwer. Ja, das ist jetzt auch meine Chance, in Jerusalem dran zu kommen im Endeffekt. Machen wir bitte nochmal einen Abzweig nach hier unten. Das täte mich dann halt schon mal interessieren. Ich kann mir ja auch nicht... aber da? Ich weiß gar nicht, wo die dann sein sollen, diese Azteken da. Ob das wohl hier ist? Hm. Ich habe halt Angst, dass ich jetzt total in die falsche Richtung fahre. Ich möchte nur bedingt um irgendwelches Wasser kämpfen. Ich habe genug Wasser, dankeschön. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja. Baue mit Mistgabeln und Katapulten, jawohl. So. Das hätte ich gern wieder. Und zwar bald. Hafen blockieren. Ja, das mache ich doch gerade. Warum kriege ich, habe ich dann die Mission noch nicht beendet? Das so? Ne, warte mal. Pass auf, wir machen das so. Wir gehen nach Korinth. Schön, haben wir da eine Einheit auch verloren. Mal einen neu bauen. Genau, nach Korinth. Auf dem Weg dahin können wir mal die Rebellen hier platt machen. Und dann gehen wir dahin. Das sind wahrscheinlich immer noch irgendwelche Überbleibsel von Gott weiß wem. Jo. Wie viel Zeit habe ich nämlich, um den Kreuzzug anzuschließen? 3 Runden. Nee, beende die Feindschaft. Die Feindschaft mit Polen beenden. Ja, das wäre schon eine Möglichkeit. Ich werde mal einen Diplomaten ausbilden. Wenn ich denn kann. Da, der mit der lustigen Kutte. Ich habe auch schwer den Eindruck, dass dieses automatische Bauen ungefähr überhaupt gar nicht funktioniert. So gefühlt. Egal, also, dann brauche ich auf jeden Fall auch noch die Flotte hier oben irgendwie. Auf irgendeine Art und Weise. Das ist Müll, das brauchen wir gar nicht erst bauen. Da machen wir es doch anders, dann bauen wir doch reichlich teuer diese Teile. Zieht euch das mal rein. 1900, ja. Das ist mal ein stolzer Preis für ein Schiff. Ja. Ja, mein Herr. Sei es drum. Ah, wusste ich doch, dass ich wieder was vergessen habe. Dänemark. Die Nation mit nur einer Provinz. Das hilft nicht. Hauptsache mal ans Bein pinkeln, ne? Oh, das sind ja Rebellen bei Valencia. Der mechanische Schreibling. Man hört, in Mainz habe ein Goldschmied namens Johannes Gutenberg eine Maschine erfunden, die in der Lage sei, eine ganze Seite geschriebenen Wortes wieder und wieder zu drucken. Diese Maschine für den Buchdruck hat eine Reihe von Schlitzen, in denen kleine Buchstaben auf winzigen Metallblöcken stehen. Wenn die Buchstaben sinnvoll nach Wörtern und Sätzen geordnet werden, ist es so einfach wie ein metallenes Bauteil in Tinte zu tauchen und dann auf Papier zu drücken. Der Satz macht keinen Sinn, oder? Ist es so einfach? Naja, so schafft die Maschine in wenigen Momenten, wofür ein Schreiber beachtliche Zeit brauchen würde. Manche Mitglieder der Geistlichkeit behaupten schon, die Massenproduktion von Büchern würde zu einer weit verbreiteten Lese- und Schreibfähigkeit führen, die wiederum zur Folge hätte, dass die Menschen sich unbeaufsichtigt ketzerische Schriften einverleiben können. Die Mission abgelaufen.
Ja, ist okay. Ja, mal wieder. Auch abgelaufen, exkommuniziert, wunderbar. So, da haben wir eine Kreuzzugsarmee. Dieses Mal dürfen wir sogar live bewundern. Da ist sie. Was in dem Fall aber ganz gut ist. Denn das schafft Freiraum für lustige Belagerungen. Agent entdeckt. Lass mich raten. Nicht ganz da, wo ich erwartet hätte, aber es geht in die Richtung. So, platt gemacht. Einfach nur besetzen, bitte. Dann hätte ich aber doch gerne mal. Oh, Kanonentürme. Stellt euch vor, ich hätte das angreifen müssen. Wow. Das wäre ein Blutbad geworden. So, dann dürfte jetzt noch eine Einheit sein, die vorzubilden ist. Passt wie die Faust aufs Auge. Dann vielleicht noch ein paar. Wie sieht denn hier priestertechnisch aus? Sag mal. Schlecht oder wie? Bitte, danke. Also, wir haben noch keine Kapelle hier. Da fängt es doch schon an. Was ist denn hier los? Ach so, ja. Wir sind mal wieder exkommuniziert. Ja, natürlich. Was sonst? Dann. Ich würde hier eine Flotte vielleicht sogar da lassen. Dann nur mit einer Armee übersetzen. Was ist denn das? Ach so, Anführer, Verbündete. Okay, zur Abwechslung mal keine Rebellen. Ja, das ist mir auch. Ach, das ist irgendwie auch verbuggt. Naja. Und das wäre. Ja, von wegen Frieden schließen hat sich ja nun auch erledigt. Hier sind wir aber fertig. Das heißt, die Armee kann jetzt runterwärts ziehen. Und das wird sie auch tun. Hier auch nochmal einen Priester rein. Da habe ich schon einen, aber das dürft trotzdem gern noch einer mehr werden. Dann können wir das Gerümpel hier auflösen. Ich habe irgendwie was gegen Söldner. Ich weiß auch nicht warum. Es ist so, das hat den Hauch des Irregulären. Da ist nichts Wesentliches passiert. Da ist ein bisschen Miese gemacht worden. Kanonentürme, bla bla. Hier fehlt, glaube ich, auch immer noch was. Na, jetzt darf ich sie zumindest schon mal einen davon bauen. Respektive fortbilden. Wenn ich die zusammenschiebe, dann wird die Armee auf jeden Fall aufgelöst. Okay, das wird also nicht funktionieren. Okay. Dann hier nicht vergessen, Aufklärungsarbeit leisten. Ja, da ist definitiv nichts mehr anderes. Ich bin auch gleich mit dem Schiff da, also rein in die Stadt hier. Können wir jetzt auch die Priester anlanden? Dann sollte da wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Das Teil geht zurück. Wir fahren hier wieder nach oben und hoffen, dass wir hier noch ein bisschen Land finden, was wir mal erobern können. Wenn jetzt natürlich dann da unten das Teil auftaucht, dann habe ich halt einfach mal verloren. Das wäre blöd. So, ich werde aber jetzt gerade nochmal ein Aufnahmepäuschen machen, weil ich vergessen habe, mein Stoppuhrchen da mitlaufen zu lassen. Und die Gefahr hoch ist, dass ich hier wieder über die Zeit laufe. Aus diesem einen Grund sage ich jetzt auch mal der Armee, sie soll hier hochlaufen. Mache ich jetzt nochmal gerade. Warte mal, hier ist auch noch was, was ich machen muss. Ah, es sind noch so viele Sachen zu tun. Ah. Doch hat sich gelohnt, die da wieder wegzutun. Ja, jetzt aber komm. Jetzt sage ich erstmal ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.